Wir tasten uns noch mal ein bisschen weiter Richtung Medienbildung. Und wieder ein Zitat von Gertrud Lusiecki zur Medienbildung diesmal. Die Wortbildung Medienbildung ist erst in den 1990er Jahren entstanden, obwohl Überlegungen zum Verhältnis von Medien und Bildung eine lange Tradition haben. Das habe ich ja schon vorweggenommen. Bildung setzt Erfahrungen in der Interaktion mit der Umwelt voraus. Demgemäß stellt sich die Frage, welche Formen der Erfahrung Medien bieten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also neue Erfahrungsformen bieten Medien. Außerdem schien Medienerziehung nicht als Leitbegriff geeignet, um auch bildungsrelevante Aktivitäten der medienbezogenen Erwachsenenbildung zu erfassen. Das heißt also, Gertrud Lusiecki weist darauf hin, dass wenn wir von Medienerziehung sprechen, das war in der Medienpädagogik, gab es vorher, ich zeige das auch gleich nochmal auf eine Grafik, da kann man es besser sehen, gab es vorher diese beiden Entsprechungen, einerseits Mediendidaktik, das Lernen und Lehren mit Medien und auf der anderen Seite die Medienerziehung, das Lernen über Medien. Und die Medienerziehung passt natürlich nicht so ganz, wenn es darum geht, wenn es um Erwachsenenbildung geht. Weil welcher Erwachsene lässt sich noch gerne erziehen? Bei Kindern lassen wir das zu. Längst auch nicht mehr jedes Kind lässt das zu. Aber bei spätestens Erwachsenen ist die Grenze der Erziehung doch irgendwo erreicht. Und da ist natürlich dieser Begriff etwas anschlussfähiger. Das hat dafür gesorgt, dass dieser Begriff heute in ganz unterschiedlich, also heute Medienbildung wird so gerade in der Alltagskommunikation häufig so als Synonym für Medienpädagogik verwendet oder auch als Synonym für Medienkompetenz. Klammer auf, das Ausführen von Begriffen hier in einer solchen Vorlesung wurde dadurch natürlich nicht leichter, ne? In dem Moment, in dem Begriffe auch synonym verwendet werden. Das macht es ein bisschen komplizierter leider, aber es ist tatsächlich so. Gleichzeitig ist es auch, das ist der zweite Punkt, die Medienbildung auch als weitere Zielperspektive neben der Medienkompetenz geworden. Und das dritte ist, es verbirgt sich dahinter ein eigenes Konzept. Und das eigene Konzept, das finden Sie am besten beschrieben in diesem Buch von Kollegen Benjamin Jörgensen, die habe ich mit Erlangen Nürnberg zusammengearbeitet und Winfried Marotzki aus Magdeburg. Die beiden waren sehr prägend für die Diskussion in der Medienpädagogik um Medienbildung. Und da sind zwei ganz zentrale Gedanken, die sie in diesem Buch entfalten. Ich versuche das mal so, also da ist viel mehr drin natürlich, aber ich versuche das, es geht ja um Orientierung heute, ich versuche das mal so auf zwei Punkte zu bringen. Das eine ist die kritische Reflexion des Bildungsbegriffs und das zweite ist die Bedeutung von Medien für Bildung und Sozialisation. Also zunächst mal zum Bildungsbegriff. Dazu sagen Benjamin Jörgensen und Winfried Marotzki, die verbreitete bildungsbürgerliche Vorstellung von Bildung als Aneignung klassischer Bildungsinhalte kann heutzutage nicht mehr als hinreichendes Bildungskonzept verstanden werden. Sie sagen weiter, Bildung bezeichnet nicht einen verinnerlichen Kanon, sondern zielt auf ein Selbst- und Weltverhältnis, das nur vom Subjekt aus ausgehen kann. Mal die Frage an die Spitzfindigen unter Ihnen, kann das jemand in seine eigenen Worte bringen? Was steckt da drin? Was bedeutet das? Schwierig, aber möglich. Trauen Sie sich. Wir sind ja unter uns. Sie waren zuerst, ja? Ich denke, es ist so gemeint, dass es nicht allein um die Inhalte geht, die weitergegeben werden und damit ist es dann vorbei, sondern es geht auch um die Reflexion dieser Inhalte und die in Beziehung setzen, diese Inhalte zum eigenen Leben und den eigenen Erfahrungen. Sehr gut, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben das alle mitbekommen. Nee? Können Sie es noch mal ein bisschen lauter, so die wesentlichen Fragen? Auch ein bisschen, aber jetzt kommt es, ja.
Ich denke, es geht nicht mehr um die, allein um die Inhalte und die Wiedergabe oder Weitergabe deren, dass er dieser Inhalte, sondern um die Evaluation, die Reflexion und der Inbeziehungsetzen dieser Inhalte mit dem eigenen Leben und den eigenen Erfahrungen. Mhm. Vielen Dank. Das heißt, das, was immer wieder erwähnt wird, wir brauchen einen neuen Bildungskanon, das kennen Sie, ja? Dem widersprechen Benjamin Jorissen und Winfried Marotzki, die sagen, eigentlich kriegen wir es in einer Gesellschaft wie unserer heute kaum mehr hin. Oder man müsste ständig diesen Bildungskanon überarbeiten. Ja? Eigentlich führt das nicht weiter, sondern man muss sozusagen den Schritt höher gehen. Ja? Mag jemand ergänzen dazu? Also man könnte auch noch ganz viel dazu sagen. Ich würde es jetzt für die Orientierungsveranstaltung, würde ich es mal so als Arbeitsthese mal so stehen lassen. Lassen Sie uns noch einen Blick auf den zweiten Aspekt, auf den zweiten Gedanken werfen. Da geht es nämlich um die heutige Bedeutung von Medien. Und da sagen die beiden Autoren, ein modernes, bildungstheoretisch fundiertes Konzept von Medienbildung soll auf der Einsicht basieren, dass Sozialisation in der Moderne zunehmend und unhintergehbar medial erfolgt. Ich hatte es ja gerade im Blick auf die Sozialisationsinstanzen ja schon gesagt. Ich denke, das muss man nicht in die eigenen Worte fassen, das trifft es eigentlich. Ja? Also wenn Sie sich heute die Lebensrealität anschauen, dann sind Medien rechts und links und überall. Ja? Und das meinen die beiden. Ja? Und bieten entsprechend dann neue Möglichkeiten der Reflexion, ja? Aber auch neue Notwendigkeiten von Reflexion. Beides. Ja? Und werden in dem Moment natürlich dann auch zu einem Bildungskrieg. Also das nur ganz kurz, da könnte man noch viel dazu sagen, werden wir auch tun. Aber für heute noch der Blick auf heute, denn das Buch von Benjamin Jorissen und Winfried Marotzki ist ja auch schon wieder 11 Jahre alt. Und da kommt wieder der gute alte Bekannte Gertrude Zeki und bringt es nochmal auf den Punkt. Sagt er, 2015 sagt er, dass der Begriff der Medienbildung zu einem Leitbegriff in der Medienpädagogik geworden ist. Zu Beginn der Diskussion wurden die Zielperspektiven Medienkompetenz und Medienbildung synonym verwendet und von den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen in Konkurrenz zueinander verstanden. Inzwischen, nach langen Diskussionen, haben sich die beiden Seiten beruhigt und die Relevanz von beiden Konzepten wurde akzeptiert. Und steht jetzt als Konzept, steht jetzt auf der einen Seite die Medienkompetenz mit ihren eigenen Stärken und eben die Medienbildung mit ihren Stärken. Wenn Sie jetzt dieses Zitat rausnehmen, was fällt da besonders aus? Fällt da irgendein Begriff besonders ins Auge? Wie fällt der auf? Machen wir sichtbar. Prozessperspektive. Ich denke, das wird noch klar, so im Laufe der weiteren Veranstaltung. Ich habe Ihnen hier noch versprochen, eine Grafik, mit der Sie mit aller Vorsicht natürlich solche Grafiken und Modelle, erinnern Sie sich, ich habe es ja heute zu Beginn schon gesagt, Modelle haben immer das Problem, dass sie die Komplexität reduzieren und man sozusagen die Wahrheit nicht in ihrer Breite darstellt. Hier ist es natürlich genauso. Aber wer jetzt einen schnellen Überblick braucht, beispielsweise wenn Sie heute Abend irgendwann nach Hause kommen, die Großmutter oder der Großvater fragen, wie war es denn bei Medienpädagogik, was ist Medienpädagogik eigentlich? Ja? Und dann können Sie das hier sozusagen als Hilfsperspektive nehmen. Und zwar ein Lernen über Medien findet statt im Rahmen der Medienerziehung und der Medienbildung, wenn man Medienbildung als Zielperspektive versteht und zum anderen gibt es dann noch die andere Strömung, das ist das Lehren und Lernen mit Medien. Da geht es um die Medien. Das ist sozusagen die erste Unterscheidung, die wir nochmal vornehmen. Und da besteht im Wesentlichen auch Einigkeit. Über die Zielperspektive, gerade in der Community, ich hatte es ja gerade schon gesagt, in dem Zitat von Gertrude Zeki und in dem Holzer deutlich, dass da in der Zielperspektive nicht unbedingt so große Einigkeit bestand in der Community, aber sozusagen sich die Wogen im Wesentlichen wieder bewegen. Das wird darin sichtbar. Aber Sie haben noch eine Frage. Ja, ich habe nicht den Unterschied zwischen Medienerziehung und Medienbildung verstanden. Ja, das ist
Ja, also um es mal so zu sagen, die Medienerziehung ist ein Begriff, der zunehmend weniger verwendet wird, der meines Erachtens aber sehr deutlich beschreibt, in Abgrenzung zur Mediendidaktik, dass es jetzt um das Lernen über Medien geht. Und ich hatte ja vorhin, also es war ein Teil aus diesem Zitat, in dem Gerhard Tobolczycki zu bedenken gegeben hat, dass wenn es gerade um Erwachsenenbildung geht, man nicht mehr unbedingt von Erziehung sprechen kann und deswegen das dazu geführt hat, dass die Medienerziehung zunehmend als Medienbildung verstanden wird. Aber das ist nur ein Aspekt von Medienbildung. Medienbildung hat eigentlich das Problem, dass sie sowohl als Synonym für Medienpädagogik manchmal verwendet wird, also wenn es um schulische Medienbildung geht zum Beispiel, dann ist damit eigentlich Medienpädagogik gemeint, weil auch da wieder geht es um Didaktik und um Erziehung. Ja? Gleichzeitig aber auch wird dieser Begriff verwendet, um ein Synonym für Medienerziehung zu setzen. Das macht es leider nicht viel leichter, das meinte ich vorhin schon. Also ist die Medienerziehung ein Teilbereich der Medienbildung, aber wird sie nicht zu Medienbildung? Das ist ein Verständnis, ja. Und dann gibt es aber noch ein Verständnis, dass die Medienerziehung ein Teil der Medienpädagogik ist. Es wirkt im Moment jetzt ein bisschen wahllos, aber es ist tatsächlich so kompliziert, wie ich es Ihnen gerade darstelle. Ich glaube, leichter wird es, wenn Sie sich tatsächlich vorstellen, und diese Grafik soll dabei helfen, teilen Sie es lieber im Geiste auf, als es gibt ein Lernen über Medien, also eine Inhaltsperspektive, und es gibt ein Lernen mit Medien. Und dieses Lernen mit Medien ist relativ unproblematisch, was die Begriffe betrifft, das ist die Mediendidaktik, Haken dran. Und beim Lernen über Medien teilt sich das ein bisschen auf. Und zwar gibt es da eine Zielperspektive, ist die Medienkompetenz, eine andere Zielperspektive ist die Medienbildung. Und die Medienbildung ist gleichzeitig aber auch ein Synonym für Medienerziehung. Aber da sind wir bei den Inhalten.